Hallo und schön, dass du wieder da sitzt zu einem neuen Video. Heute gehe ich mit Olivio auf die Burgruine Rauneck in Baden und wir schauen, ob wir da die Drohne steigen lassen können. Das Wetter ist besser geworden, es hat aufgehört zum Regnen. Ja, starten wir! Soll ich vorher daneben gehen? Da bräuchte ich jetzt wieder so einen Stick, weißt du? So ein Stab, irgendwas. Ich kann nur raten, ob ich im Bild bin. Ja, ich auch jetzt gerade. Jetzt sind wir schon ein Stück gegangen. Herum ist auch richtig andere Luft. Man merkt eindeutig, dass man nicht in der Nähe von einer Stadt ist oder nicht so nah einer Stadt ist. Da unten hat man auch eine kleine Villa. Am besten, ich zeige es euch gleich einmal. Da unten ist eine kleine Villa. Und da hinten ist eine andere Burg. Aber das ist nicht die, wo wir hinwollen. Wir wollen definitiv woanders hin. Olivio, wie gefällt es dir? Ja, sehr gut. Das ist auf jeden Fall sehr cool hier, der ganze Ausblick und so. Hast du schon gesehen, wo es weitergeht? Da geht es nach oben. Der Scary Mountain Trail hier. Jetzt kommen dann gleich die Werwölfe. Da geht es nach oben. Also wir sind zumindest schon mal in dieser Burgruine. Ich glaube, das ist zu Verteidigungszwecken benutzt worden. Sowas hat man, glaube ich, immer zu Verteidigungszwecken benutzt. Und da geht es woanders runter. Da sind aber sicher keine Menschen durchkraxelt. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass hier einfach... Das Klo war, glaube ich, auch nicht da. Ich glaube nicht, dass die da... Die haben einfach im Freien gekackt. Ist so. Ich komme mir gerade vor, wie so Schatzsuchen. Oh, ich glaube, da drüben ist ein Feuerplatz. Ich glaube, dass der sogar noch ab und zu mal benutzt wird, weil das alles voller Ruß. Na, erst. Wer macht denn solche Stiegen? Windgeschwindigkeiten. Eigentlich steht da 10 km/h, aber das schaut nicht aus wie 10 km/h. Wenn wir da die Mini steigen lassen, ist sie, finden wir sie im Nachbarort. Ja, meinst du? Wenn wir Glück haben. Ja, wir sind an unserer Destination angekommen. Wir sind auf der Burg, wie heißt die jetzt? Rauneck? Ja. Burgruine Rauneck in Baden. Da hinten haben wir die Stadt Baden. Ein bisschen geht der Wind, aber wir werden trotzdem mit der Drohne fliegen. Der Olivio ist schon fleißig unterwegs, um auszutesten, wie windresistent die DJI Mavic Mini ist. Und ich werde mich einfach gleich anschließen. So, Olivio, wir fliegen hier auf der Burg Rauneck auf der Burgruine. Ja. Du warst da noch nicht heraus, ich war auch noch nicht da. Nee, erstes Mal auf dem Hügel mit der Drohne und war sehr windig. Bisschen fast, ja, stürmisch kann man nicht sagen, es war schon ziemlich kräftig. Und ja, ist natürlich dann, da zittert das Händchen, wenn du Angst hast, dass die 500-Euro-Drohne gleich weg ist. Und Alex hat mir gesagt, dass die Versicherung dann auch nicht zahlt, weil die Drohne nicht versichert ist, was ich ziemlich geil finde. Die versichern wieder nur das, was sie wollen, aber ein bisschen risikoreich, aber jetzt weiß ich, dass sie doch ziemlich stabil ist. Ja, wir drehen hier jetzt unsere letzten Runden, bevor die Sonne gänzlich verschwindet mit unseren Mini-Drohnen. Jetzt haben wir zumindest eine Windstille, also jetzt ist es sicher angenehmer zu fliegen. Kleiner Tipp, schaut wirklich, dass ihr mit der Drohne nicht zu weit wegfliegt. Die ist sehr klein und vor allem, wenn sie auf einmal gegens Licht fliegt oder sowas, dann verschwindet die sehr schnell und ihr wisst relativ schnell nicht mehr, wo sich die Drohne gerade befindet. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde es mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst, teilt das Video, gebt dem Video einen Daumen nach oben und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen und ciao! Ja, Leiwand, das wird sicher eine geile Aufnahme.